Ich möchte heute nochmal, Wiederholung, weil wir es auch brauchen für, wenn wir dann später in der Vorlesung, in den nächsten Monaten, nochmal Rechenwerke bauen, uns Rechenwerke anschauen, kurz auf die Zahldarstellung eingehen. Ich habe es in den Grundlagen der Informatik schon mal gemacht. Als erstes kümmern wir uns um ganze Zahlen. Und Sie alle kennen es, haben es auf der Schule gelernt, dieses polyadische Zahlsystem. Also wir nehmen die Basis unserer Zahldarstellung. Das kann 10 sein. Und multiplizieren das mit einem Koeffizienten, also zum Beispiel 10 hoch 0, 1, mal, und hier dieses AI ist größer gleich 0 und kleiner als die Basis, also bei der Dezimaldarstellung 10. Und jetzt lassen wir die Summe hier laufen für i gleich 0, für i gleich 1, für i gleich 2 und wir kriegen Koeffizienten heraus. Ne? Wir kriegen Koeffizienten, um so unsere Zahl, die wir darstellen wollen, so aufzuschreiben, kriegen wir Koeffizienten für die Stelle 0, für die Stelle 1, für die Stelle 2, für die Stelle 3 und so weiter heraus. Wir haben also eigentlich eine Zahl auf so eine Summe von Einzelzahlen reduziert. Und wir merken uns von diesen Einzelzahlen nur die Koeffizienten. Also zum Beispiel hier für 1492 eben einmal 1000, 4 mal 100, 9 mal 90 und 2 mal die 1. Und jetzt können wir daraus mit der Basis 2 auch ganz bequem sowas hier entwickeln. Einmal 1024, also jetzt nicht einmal 1000, sondern einmal 1024, das ist noch ganz nett am Binärsystem, 0 mal 512 dazu, einmal 256, einmal 128 und so weiter. Jetzt kann man sich überlegen, wie man das schön bequem ausrechnet. Da gibt es eine systematische Formel, die haben wir auch in den Übungen, bei den Grundlagen der Informatik, oder einen Algorithmus, sagen wir lieber, nicht eine Formel, haben wir in den Grundlagen der Informatik hier auch besprochen, beziehungsweise in der Übung gemacht. Sie haben es in der Klausur abgeliefert, zumindest die von Ihnen, die Interesse an dieser Aufgabe gefunden haben. Und dann kommt so eine binäre Zeichenkette heraus. Und Sie sehen auch, dass man die Zahl 1024, dass man dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bits braucht, um die darzustellen. Passt also nicht in ein Byte rein. Braucht man mindestens 2 Byte. Wir kommen dann später bei den Instruktionssätzen auch nochmal auf die Breite von Operanden zu sprechen. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit und vielleicht dann sogar noch breitere Worte. Beziehungsweise so eine Art Vektordarstellung, gleich mehrere einzelne Zahlen in einem Zahlenvektor. Das ist ja insbesondere bei Multimedia-Verarbeitung mit den Vektor-Extensions für unsere Prozessoren oder für Grafikkarten angesagt. Es gibt dann noch eine relativ einfache Art, diese langen Binärketten, sagen wir mal, verständlicher und etwas sicherer für uns Menschen zu bearbeiten, aufzuschreiben. Und das ist diese Basis 16-Darstellung, die man insbesondere, wenn man nah am Blech programmiert, also Assembler programmiert, beziehungsweise in C systemnah programmiert, da braucht man diese Basis 16-Darstellung. Benutzt sie so zur Abkürzung, schreibt das in seine Assembler-Programme hinein. Und das Schöne ist eben, dass man immer so Vierer-Päckchen von den Bits bilden kann. Hier sind es nur 3, aber wir können uns ja eine 0 vorne dran denken. Und dann haben wir 3 solche Vierer-Päckchen. Und das hier hinten, dieses Vierer-Päckchen, das ist eben die Zahl 4. Ne? 0 mal 1 hoch 0, 0 mal 1 hoch 1, 1 mal 1 hoch 2, 1 hoch 2, 2 hoch 2, Entschuldigung. 0 mal 2 hoch 0 ist 1, 0 mal 2 hoch 1 haben wir auch, kommt auch eine 0 dazu, 1 mal 2 hoch 2, das ist 4 und
0 mal 2 hoch 3. Also das hinterste entspricht der Ziffer 4. Und dann kommt jetzt das hier, 1101. Das sollte ich vielleicht hier rechts noch kurz notieren. 101, das ist gleich 8 plus 4 plus 1 ist gleich 13. Und das schreiben wir hexadezimal als D. D deshalb, ne, wir nummerieren durch, ne, das Hexadezimal schreiben wir den 0er als 0er, den 9er als 9er, die 10 als A, die 11 als B, die 12 als C, jetzt ist die Tafel zu Ende, die 13 als D, die 14 als E und die 15 als F. Wenn Sie sich eine Datei in der Hex-Darstellung anschauen, dann sehen Sie auch in der ASCII-Darstellung nützen Dateien nichts oder nicht viel, wenn es nicht Text ist. Aber in der Hex-Darstellung kann man dann eben auch Zahlen anschauen. Und Sie sehen dann hier diese Abkürzung für die Stelle 15 im Hexadezimalsystem. Ist jetzt hier endgültig alle? Ja. Ja, die Batterie ist auch alle. Heute habe ich es nicht mit Batterie. Hat es hier einen Laser? Nö. Also, jetzt geht's mit Fingerzeigen weiter, beziehungsweise ich suche mir mal einen Zeigestab. Ah, da ist er. Wie in der guten alten Zeit. Mechanisch. Ja, dann wollte ich noch gerade etwas erwähnen. Wo man sieht, dass das irgendwie ganz nützlich ist, wenn man die Zahl 45.054 nimmt. Das ist netterweise auch noch ein Palindrom, deshalb kann ich es mir merken. Wenn ich das jetzt hier binär aufschreiben müsste, dann müsste ich etwas länger rechnen. Ich weiß aber zufällig, dass man das hexadezimal als Affe schreibt. Deshalb habe ich es mir auch irgendwie gemerkt. Und wenn ich jetzt das binär schreiben will, na, das ist einfach, 1, 1, das fürs E, das F, das ist besonders einfach zu schreiben, noch ein F und jetzt noch das A, das weiß ich auch auswendig, das ist dieses Muster hier, dann habe ich die Zahl 45.054 binär hingeschrieben. Das sind jetzt 16 Bit, ne? Sie sehen hier auch so diese leichten Abstände in Vierergrüppchen, damit man es besser auseinanderhalten kann. Also wenn man insbesondere hardware-nah programmieren will, dann braucht man halt öfter solche binären Zahlen oder in der Hex-Schreibweise, um irgendwelche Masken zu setzen, um Hardware, wir werden im weiteren Verlauf der Vorlesung ansehen, wie man Hardware programmiert, wie man also zum Beispiel auf Status-Flags von Chips abfragt, da werden wir das wieder brauchen, dass wir irgendwelche binären Masken benutzen und in der Hex-Schreibweise ist es schön einfach, wie man hier auch irgendwie sieht. Ja, als nächstes wollte ich noch zum Zahlbereich was sagen. Das sollte man sich auch praktischerweise merken. Ich habe hier diese Folie, die Sie alle schon gut kennen. 2 hoch 10 ist 1024, sollte man sich gut merken, diese Zahl, denn die ist praktisch, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich zu überlegen, welche Zahlen man in 10-Bit oder in 20-Bit oder in 32-Bit, wie hier, abspeichern kann, aufheben kann, wie groß die Zahlen werden können. Naja, ich weiß, 10-Bit, 2 hoch 10 ist 1024. Ich weiß auch, dass ich mit diesem Zahlbereich, mit einer dreistelligen Dezimalzahl, alle Zahlen von 0 bis 999 aufschreiben kann, also bis dreistellig 10 hoch 3 minus 1. Dann weiß ich, dass ich mit 10-Bit Zahlen zwischen 0 und 2 hoch 10 minus 1 abspeichern kann oder aufheben kann, darstellen kann. Also Zahlen von 0 bis 1023.
kann ich in 10-Bit aufheben. Und dann in 20-Bit, naja, 0 bis 1024 mal 1024 minus 1. Also so gefühlsmäßig mit 20-Bit kann ich Zahlen von 0 bis zu ungefähr 1 Million aufheben. Und mit 32-Bit, ne, die Busbreite von den Rechnern in den letzten 10 Jahren, kann ich also dann Zahlen von 0 bis etwas mehr als 4 Milliarden aufheben. Wie komme ich auf die 4 Milliarden? Naja, 30-Bit ist ja dann 2 hoch 10 mal 2 hoch 10 mal 2 hoch 10, also ungefähr 1000 mal 1000 mal ungefähr 1000 ist 1 Milliarde und dann bleiben noch die 2-Bit übrig, das ist ein Faktor 4, also so ungefähr 4 Milliarden und hier steht die Zahl komplett aufgeschrieben, 32 minus 1 und dann weiß ich also, wie die Kardinalität ist von Zahlen, die ich in 32-Bit aufheben kann. Und dann kann ich mir auch eben überlegen, dass ich mit 32-Bit 4 GB Speicher adressieren kann. Und mehr eben auch nicht. Maximal 4 GB Speicher. Aus welchen technischen Gründen das dann ein bisschen weniger wird, wenn Sie in Ihren 32-Bit-Rechner mit 32-Bit-Betriebssystem 4 GB Speicher reinstecken, dann sind Sie vielleicht hinterher enttäuscht, dass Sie nur 3,5 GB wirklich benutzen können. Aber darüber werden wir dann auch im Laufe der Vorlesung in diesem Semester noch etwas sprechen, warum das so ist. Also, Zahldarstellung von ganzen Zahlen. Bisher waren es positive Zahlen. Von 0 bis, naja, so groß wie auch unser Zahlbereich eben war. Vorzeichen brauchen wir auch noch. 2 hoch 10, 1024 wollen wir uns gut merken. Ich habe Ihnen ja schon genügend Sprüche dazu ans Bein gebunden. Als nächstes möchte ich mir positive und negative Zahlen vornehmen. Na, die positiven hatten wir schon. Die negativen Zahlen vornehmen. Und eine Art, wie wir negative Zahlen aufheben können, das ist auch so in der Geschichte der Computerei, die erste gewesen ist, wir spendieren das vorderste Bit als Vorzeichenbit. Wenn das vorderste Bit eine 0 ist, dann ist die Zahl positiv. Dann ist es auch irgendwie kompatibel mit dem da. Und wenn das vorderste Bit negativ ist, das rote da, nicht negativ ist, wenn das vorderste Bit gesetzt ist, eine 1 ist, dann ist die Zahl negativ. Das nennt man auch Vorzeichenbetragsschreibweise, Zahlen Magnitude. Also mit 8-Bit kann ich dann Zahlen zwischen, naja, mit 7-Bit kann ich Zahlen zwischen 0 und 127 darstellen. Und wenn ich dann das Vorzeichenbit benutze, kann ich also Zahlen mit den 8-Bit Zahlen zwischen minus 127 und plus 127 darstellen. Hässlich ist, haben wir ja auch schon besprochen, diese negative 0. Und wenn man damit so munter rechnet, naja, die Subtraktion, indem man einfach addiert, negative Zahl addiert, klappt damit auch nicht so richtig perfekt. Da brauchen wir noch ein paar Rechenregeln hinterher, um das Ergebnis auszuwerten. Deshalb hat man sich dann auch auf die Suche gemacht nach anderen Methoden, negative Zahlen darzustellen. Das eine ist das Stellenkomplement. Man merkt sich also, diese Zahl ist negativ, indem man jedes Bit in der Zahl umdreht. Die Schaltung dafür ist einfach genug. Ne? So eine Not-Schaltung, die kann man auch ganz bequem aus ein paar Nans erzeugen. Sprechen wir nochmal drüber. Haben wir auch in Grundlagen der Informatik schon mal erwähnt. Ja, jede Stelle negieren und dann habe ich auch das Beispiel hier, also diese da, die 63, 3F hexadezimal übrigens, die wird bitweise negiert, dann kommt das hier raus, die Bits werden jeweils invertiert, dann das, so schreiben wir uns die minus 63 auf. Natürlich gibt es hier auf diese einfache Art wieder die blöde negative 0. Und wenn wir dann auf 0 testen wollen, würden in unserem Programm, wenn wir so ein Stellenkomplement benutzen, dann müssten wir eigentlich zwei Tests machen. Wir müssen testen, ob es lauter Einsen sind und testen, ob es lauter Nullen sind. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Und auch wenn wir eine negative Zahl zu einer positiven Zahl addieren, brauchen wir dann noch ein paar kleine Rechenregeln, um das Ergebnis zu bewerten. Und
insbesondere beim Überlauf, bei Borrows und solchen Sachen kommt dann auch noch etwas Arbeit dazu. Und die Darstellung, zu der man sich dann schließlich durchgerungen hat, die ist dieses sogenannte Basiskomplement. Wir negieren wieder jede Stelle und addieren am Ende noch eine 1 dazu. Also, um aus der 63 eine minus 63 zu machen, invertieren wir alle Bits und dann kommt die 1 dazu addiert. Die minus 63 sieht also so aus. Jetzt gibt es auch nur eine 0 noch. Eine negative, eine einzige 0, die übrig bleibt. Ne? Die negative 0 entfällt. Die Umrechnung macht jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit. Wir müssen also, um eine Zahl negativ zu machen, erstens invertieren und dann mit so einem Addierer eine 1 dazuzählen. Und wir könnten uns auch überlegen, ob das ein ganz, ganz primitiver Addierer ist, bei dem ein Spezialaddierer, der nur wirklich eine 1 dazu zählt und nicht eine volle Addition macht. Die Rechenregeln, die dann rauskommen, wenn wir also jetzt subtrahieren wollen, indem wir eine negative Zahl addieren, die sind relativ einfach. Und die kann man dann auch bequem in Hardware implementieren. Als nächstes, ach so, das sollte ich vielleicht noch hier an dieser Stelle anmerken. Generell gilt, negative Zahlen, das werden wir auch nochmal brauchen, negative Zahlen in einem Register erkennt man daran, dass das vorderste Bit auf einer 1 steht. Und das ist übrigens für alle drei Arten gleich. Auf jeden Fall, so eine negative Zahl, das sehen wir eben dann da vorne, da steht die 1, also ist das Ding negativ. Ja, das hier wäre dann in unserem Fall hier die minus 4. Mit 3 Bit können wir Zahlen zwischen minus 4 und plus 3 darstellen. Mit 8 Bit können wir dann Zahlen zwischen minus 128 und plus 127 darstellen. Und die Umrechnung zurück, die ist auch einfach genug. Ne? Wenn Sie diese Zahl hier nehmen, also Sie sehen, es ist eine negative Zahl, wir wollen sie ausdrucken zum Beispiel, dann malen wir erstmal ein Minuszeichen hin, dann drehen wir jede Stelle um, da kommt dann so wie es hier ist, 62 raus, aber dann müssen wir noch diese 1 addieren, zu den 62 zählen wir also noch 1 dazu, kriegen wir 63 und dann können wir 63 noch ausdrucken, auf dem Papier oder am Bildschirm anzeigen. Also wenn das vorderste Bit gesetzt ist, machen wir mal ein Minuszeichen hin, dann wird es invertiert, dann wird eine 1 drauf gezählt und dann müssen wir noch die Dezimalziffern aus den übrig gebliebenen Bits dann noch machen fürs Anzeigen. Ja, die rationalen Zahlen, da geht es jetzt darum, dass wir Brüche darstellen können. Einerseits vielleicht für gemischte Zahlen, also eine ganze Zahl vorne und dann hinten noch so ein gebrochener Anteil, so wie man es in der Schule lernt, zum Beispiel mit 1,5. Sowas in unserer Maschine speichern können. Und wir machen es da so, hier mit dieser Darstellung, mit der einfachsten Darstellung, dass wir in einem Teil, also zum Beispiel in 8-Bit oder in 16-Bit, das Vorzeichen aufheben und dann den ganzzahligen Anteil und so wie hier den Bruch, den schreiben wir dann hier hinten hinein, indem wir die Bruchteile, nachschauen, ob 1,5 da reinpasst in den Bruchteil, 1/4, 1/8, 1/16 und so weiter. Sie sehen auch, dass man hier mit diesen Brüchen von Zweierpotenzen natürlich nicht jede Zahl exakt darstellen kann. 1/3 geht zum Beispiel nicht. Das können wir nicht mal mit unserer Zehner-Schreibweise anständig aufschreiben. Das lernt man ja auch irgendwie in der Schule.
Für mich war es irgendwie eine Enttäuschung. Erst hat die Lehrerin erklärt, wie man ganz, ganz toll solche Brüche hinschreiben kann und als Dezimalzahlen hinschreiben kann, 0,5. Und ich hatte es verstanden und habe mich gefreut, dass ich mal wieder sozusagen ein Kapitel Schule gemeistert habe. Und dann kam die Lehrerin und hat gesagt, ja, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie das ist mit ein Drittel oder vier Drittel? Und da war ich irgendwie, kann mich genau erinnern, einigermaßen enttäuscht. Also, wir haben eine beschränkte Stellenzahl, genauso wie man auf dem Papier eine beschränkte Stellenzahl hat. Ne? Oder hier habe ich nicht auf der Folie nicht eine beschränkte Stellenzahl gehabt, ich habe einfach keine Lust gehabt mehr, weitere Dreier einzutippen. Weil das Konzept ja irgendwie klar ist, es geht unendlich lang hier weiter mit den Dreiern. Bei uns im Computer, da haben wir tatsächlich eine beschränkte Stellenzahl, so wie es Papier irgendwann mal alle ist. Aber anders als im richtigen Leben wird es dem Computer nicht zu langweilig, mit den vielen Stellen hinzuschreiben, sondern es geht ihm irgendwann der Platz aus. Das ist genauso, wie wenn Ihnen auf dem Papier mal der Platz ausgehen würde, bevor Ihnen die Lust ausgeht, die Nachkommastellen zu schreiben. Also wir kriegen hier nur eine beschränkte Anzahl hin. Das kann den Wert ganz gut approximieren, aber wir können uns natürlich auch andersherum einen Fehler ausrechnen. Die Numeriker in der Mathematik, die überlegen sich genau, was passiert, wenn sie all ihre Zahlen, mit denen sie rechnen, so fehlerbehaftet darstellen. Denn diese Rundungsfehler, die da entstehen, die könnten ja einen Einfluss auf den Algorithmus haben. Es könnte ja sein, dass wegen diesen Rundungsfehlern der Algorithmus, dass die sich auf Dauer akkumulieren, diese Rundungsfehler, und dass deshalb das Ergebnis, was rauskommt, fehlerhaft ist. Und tatsächlich gibt es Probleme, zum Beispiel das Invertieren einer Matrix, das empfindlich ist auf solche Rundungsfehler, ein schlecht konditioniertes Problem. Und die Mathematiker überlegen sich dann, die Numeriker überlegen sich dann, wie man den Algorithmus anders formulieren kann oder Ersatzalgorithmen verwenden kann, um solche schlecht konditionierten Probleme zu vermeiden. Wenn man ein Gleichungssystem lösen will, wird man also zum Beispiel nicht invertieren, sondern irgendein Gauss-Seidel-Verfahren benutzen, um das zu lösen, weil das gut konditioniert ist und Rundungsfehler da keinen katastrophalen Einfluss haben können. Beweisen kann man das bei der Invertierung der Matrix, indem man ein Beispiel angibt, wo es eben katastrophale Fehler gibt. Durch solche Fehler mit der mangelnde Genauigkeit. Aber da hilft es auch gar nicht mehr, Stellen zu nehmen. Es hilft ein bisschen, aber wenn Sie das Problem entsprechend größer machen, die Matrix entsprechend größer machen, die Sie invertieren wollen, haben Sie dieselbe katastrophale Anhäufung des Fehlers wieder. Also, wir könnten zum Beispiel den ganzen Teil und den Bruchteil aufheben, um solche rationalen Zahlen aufzuheben. Das gilt übrigens auch, das können wir genauso benutzen, für die reellen Zahlen. Man nehme Pi, das ist also ungefähr das hier, oder Wurzel 2 ist so ungefähr das hier. Natürlich geht es hier hinten eigentlich noch furchtbar lang weiter. Die können wir auch in dieser Weise natürlich aufheben, fehlerbehaftet. Aber wenn der kleine Fehler nicht stört in unserem Algorithmus, dann können wir ja damit leben. Und wir müssen es auch. Es hat in der Vergangenheit eine ganze Menge Aktivitäten von Informatikern gegeben, beziehungsweise Numerikern gegeben, die eine Arithmetik mit sehr hoher Präzision gebaut haben, unendlich lang, sagen wir konzeptuell unendlich lang, ich meine, sie sind immer durch den Speicher begrenzt, aber tausende von Stellen auch, um numerische Probleme zu rechnen, die halt schlecht konditioniert sind. Der Professor Kulisch in Karlsruhe hat sich das auch zur Lebensaufgabe gemacht bei seiner Forschung, solche Programmiersysteme zu bauen. Das waren dann entweder spezielle Programmiersprachen oder man kann da auch eine spezielle Hardware bauen. Sie haben auch vielleicht vor ein paar Wochen gelesen, dass es
Australien oder Neuseeland, glaube ich, einen neuen Rekord für die Stellen von Pi gibt, die berechnet worden sind. Da sind also mittlerweile, glaube ich, bei ein paar Milliarden Stellen oder so ähnlich, die man Pi genau kennt. Wenn man also den richtigen Algorithmus entwickelt, dann kann man schon hier hinten auch eine ganze Menge Stellen weiter berechnen. Wobei diese bei der genauen Berechnung von Pi heben sich die Leute nicht tatsächlich alle Stellen vorher auf, sondern die machen da weiter, wo sie beim letzten Mal aufgehört haben. Man braucht also nicht wirklich sich alles hier hinten zu merken, alle Nachkommastellen zu merken. Aber bei Pi, das ist so ein Hobby der mancher Mathematiker, noch ein paar Stellen mehr auszurechnen. Sie können im Internet nachschauen, wie viele Stellen es gerade gibt. So, jetzt möchte ich aber, der Nachteil an dieser Darstellung hier der rationalen Zahlen, nehmen wir sich eine Ganzzahl, nehmen wir einen Teil der Zahl für den Teil der Bits, sage ich lieber, für den ganzzahligen Teil und den anderen für den gebrochenen Teil reserviert. Diese Darstellung wird dem Problem oft nicht gerecht. Häufig rechnen wir mit Zahlen, die ganz nah an Null sind. Dann interessieren wir uns für möglichst viele Nachkommastellen. Und manchmal rechnen wir auch mit ganz großen Zahlen. Dann sind die Nachkommastellen gar nicht so wichtig. Ich meine, eigentlich interessiert es nicht, ob die Zahl 5.000.000.001 ist oder 5.000.000.002. Beziehungsweise, naja, wenn der Unterschied hinten interessant ist, dann kann man die 5 Milliarden ja vorne wegnehmen. Und nur mit den Differenzen weiterrechnen. Das kriegt man ja algorithmisch in den Griff. Also ist es eigentlich unvernünftig, für eine feste Anzahl Stellen für den Teil vor dem Komma und eine feste Anzahl Stellen für den Teil nach dem Komma aufzuheben. Und deshalb normalisiert man die Zahlen. Also wir heben für die Zahl nicht so einen ganzzahligen, gebrochenzahligen Anteil auf, sondern wir heben nur einen gebrochenzahligen Anteil auf und einen Exponenten. Also statt ggg, ddd heben wir auf 0,ggg ddd mal 10 hoch 3. Ne? Und der Dreier ist deshalb hier rot, weil es eben der Exponent ist. Und das Bunte hier markiert auch, was wir wirklich aufheben müssen. Die Zahl, die haben wir mit der für die Stellenzahl besten Präzision aufgehoben. Wenn wir das Blaue, also die Mantisse aufheben, die Nachkommastellen und den Exponenten, das Rote. Jetzt müssen wir, bevor wir die Zahl abspeichern können, heben wir nur noch den gebrochenen Anteil auf und den Exponenten, die Zahlen ja, so hin und her shiften. Das Shiften, das ist eben genau diese Multiplikation mit 10 hoch 3 oder 10 hoch minus 1 oder 10 hoch minus 6, wie es hier auf der Folie steht, dass man also aus 0,13 4567 mal 10 hoch 1 machen oder aus 0,12345 mal 10 hoch minus 1. Und Sie sehen jetzt, dass wir auch für solche Zahlen, wenn hier hinten noch was kommen würde, viele Stellen zur Verfügung haben für das, was da an der Zahl interessant ist, denn das ist ja in Wirklichkeit dann hier das, was es von 0 unterscheidet. Und die Größenordnung steckt in dem Exponenten drin. Den Exponenten, den werden wir in der Regel relativ kompakt speichern können, da brauchen wir nur ein paar Bit. Und dann haben wir viele Bits für die Genauigkeit übrig. Und das ist einem wichtig und das sind die Floating-Point-Zahlen. Die Mantisse, die ist zwischen 0 und 1 und der Exponent, na, das ist eine Zahl, das ist ein Integer von, sagen wir mal, minus 128 bis plus 127 zum Beispiel. Und mit eine Zahl auch binär von minus 128, 2 hoch minus 128 bis 2 hoch plus 127 geht, dann ist die schon ganz schön groß.
Und wenn wir mehr haben wollen, nehmen wir einfach ein paar mehr Stellen. Zum Beispiel, wie Sie hier unten sehen, 23-Bit für die Matrize, 8-Bit für den Exponenten. Naja, das ist eine relativ kompakte Floating-Point-Zahl. Damit kriegt man so ungefähr 6 Stellen hinterm Komma hin, in Dezimalschreibweise. Und hier bei 52-Bit na, schon viel, viel mehr. Und 11-Bit-Exponent, das reicht dann auch schon prima aus. Für ganz, ganz kleine Zahlen, ganz, ganz nah an 0. Und ganz große Zahlen, ganz große negative Zahlen, ganz große positive Zahlen. Ob die Zahl positiv ist oder negativ ist, das steht hier drin. Was wir hier noch nicht haben, der Exponent, das ist hier noch nicht perfekt aufgeschrieben. Und da müssen Sie jetzt die Tonspur von der Vorlesung sich merken, beziehungsweise Sie können es ja auch mal im Video angucken. Der Exponent, der wird nicht als Komplementzahl oder so ähnlich gespeichert, sondern auf den Exponenten, auf das hier, was da rauskommt, minus 6, minus 1, 1, 3 oder sonst was, wird je nach Größe des Feldes ein konstanter Versatz drauf addiert. Also, wenn wir hier einen 8-Bit-Exponenten haben, auf den Exponenten, der da rauskommt, wird einfach 128 drauf addiert. Dann steht für minus 6 eben 122 da drin und für plus 3 steht da 131 drin. Man nennt das auch Bias, das was da in den Exponenten zum Exponentenkonstant dazu addiert wird. Hier noch ein kleiner Trick, wie man zu mehr Genauigkeit kommt. Wenn wir die Dezimalzahlen normalisieren, wissen wir, dass die vorderste Stelle, wenn es richtig normalisiert ist, mindestens eine 1 ist und maximal eine 9. Wenn es eine 0 wäre an der vordersten Stelle, würden wir noch einmal weiterschieben. Und dann würde der Exponent 1 runtergezählt, beziehungsweise 1 raufgezählt, in der anderen Richtung, also 1 runtergezählt, in unserem Fall hier. Im binären Fall, wenn es richtig normalisiert ist, muss diese Stelle hier immer eine 1 sein. Denn wenn es eine 0 wäre, würden wir noch 1 weiterschieben. 1 weiterschiften. Dadurch, dass es immer eine 1 ist, kann man sie auch weglassen und da kriegt man nochmal 1 Bit Genauigkeit hinten dran. Also tatsächlich wird das hier nicht gespeichert, sondern es wird das hier ab da gespeichert, alles was da rechts davon ist. Das erste Bit können wir immer weglassen, weil es eben immer eine 1 ist. Im binären Fall. Im dezimalen Fall oder hexadezimalen Fall ist es natürlich nicht so. Also da kriegt man nochmal ein bisschen was, das ist so ein kleiner Trick. Und der ist auch in diesen typischen Formaten von der ANSI bzw. IEEE standardisiert, steckt das auch drin. Diese Standardfamilie heißt 754. Da kann man es auch im Internet nachsehen. Und die vierstellige Zahl hier hinten dran ist das Jahr der Standardisierung, also die Version vom Standard steckt da drin und es gibt auch was Neueres als 1985. Der Floating Point Prozessor, der in unserem Rechner noch drin steckt, das Floating Point Rechenwerk in einem Prozessor, das muss dann eben entsprechend für diesen Standard ausgelegt sein, damit es mit den Formaten, die man hier bekommt, klarkommt. Und ja, in den Standards steht eben drin, wie diese Bits aufgeteilt sind, also zum Beispiel 52-Bit Mantisse, 11-Bit Exponent und 1-Bit dieses Vorzeichen hier natürlich. Es gibt auch noch so ein Extended-Format und es gibt noch weitere zusätzliche Formate. Und wenn Sie einen Prozessor als Hardwarehersteller kaufen, zum Beispiel für ein Handy oder sowas, oder für irgendein Gerät, das Sie bauen wollen, irgendeinen Signalprozessor kaufen, dann finden Sie in der Dokumentation von diesem Chip auch drin, wenn der Floating Point rechnen kann, welchen Floating Point Standard er einhält oder welche Version davon hier hinten er einhält. Ich habe im Wintersemester über Rechnen berichtet. Ich möchte es hier nochmal
kurz rekapitulieren. Das Addieren im Binärsystem, ja, das geht genauso stellenweise wie im Dezimalsystem, wie man es in der Schule lernt. Bloß sind hier die Rechenregeln einfacher. Wir müssen uns nicht merken, was 5 plus 7 ist. Wir müssen uns nur diese 4 hier merken. 0 plus 0 ist 0, das ist schön einfach. 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist dasselbe, ist auch 1. Das können wir uns gut merken. Und 1 plus 1 ist 0, Übertrag 1. Und dass das so schön einfach und kompakt ist, das macht das Hardware-Bauen viel bequemer. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Hardware bauen, die diese ganze Tabelle 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4 bis 1 plus 9 drauf hat und dann 2 plus 2, 2 plus 3 und all den Kram. Das ist eine ziemlich große Tabelle. Diese Tabelle hier oder naja, diese Schaltung, die können wir relativ einfach aufbauen. Also ich hätte keine Lust, aus Transistoren oder Gattern eine Arithmetik, also ein Addierwerk aufzubauen für Dezimalzahlen, aber für Binärzahlen, naja, das hat man schnell mal gemacht. Zumindest auf dem Papier mit ein paar Gattern hat man das schnell gemacht und wenn man ein paar Chips zu Hause rumliegen hat und Gatter oder Gatter, dann kriegt man das auf so einem Breadboard auch mal schnell gemacht und verkabelt. Also gar nicht so viel Arbeit. Ja, was man natürlich hier berücksichtigen muss, ist jeweils der Übertrag, ne? Also 1 plus 1 ist eben 0, Übertrag 1, und dann haben wir hier 0 plus 1 plus den Übertrag, gibt wieder eine 0, 1 plus 1 plus den Übertrag und so weiter. Und bei der Hardware-Schaltung werden wir dann auch nochmal ein bisschen darüber sprechen. Also das ist nochmal kondensiert, das, was wir schon besprochen haben. Und das wollen wir uns hier merken und das brauchen wir auch wieder, wenn wir das Addierwerk basteln. Und da sehen wir auch dann wieder, das ist Ihnen vielleicht jetzt schon aufgefallen oder nochmal in Erinnerung gekommen, diese inhärent serielle Natur der Addition. Dass wir immer 1 zur nächsten Stelle, ja, bei jeder Stelle den Übertrag von der vorhergehenden Stelle berücksichtigen müssen und dass wir ihn eben nicht kennen, das heißt, wir müssen eigentlich immer auf die vorhergehende Stelle warten. Was ja natürlich diese serielle Natur der Addition ausmacht, da kann man sich ein bisschen behelfen mit diesem Carry Lookahead, aber da sprechen wir dann noch ein bisschen drüber. Was wir auch haben, was uns auf dem Papier in der Schule nicht so aufgefallen ist, ist die beschränkte Stellenzahl. In der Schule fängt man einfach beim Karo-Papier weiter rechts an, dass einem da nichts passiert, dass man hier links im Karo vom Blatt, also von dem karierten Rechenblatt runterfällt. Aber in den paar Bits, die wir haben in einem Rechenwerk, 32-Bit oder 64-Bit, kann es eben mal passieren, dass wir wirklich davon herausfallen, so einen Überlauf haben. Ne, wenn wir hier 1 plus 1 rechnen, dann kommt 0 raus und 1 Übertrag. Und weil wir eben nicht mehr als 8-Bit haben, zum Beispiel in so einem Tastaturprozessor, fällt die 1 vorne weg. Oder, was auch völlig ätzend ist, ne, zwei positive Zahlen addieren und es kommt eine negative Zahl raus. Das ist ja offensichtlich falsch. Und auch das muss die Nachverarbeitung nach der eigentlichen Addition, die muss auch das überprüfen können, um den Overflow zu berechnen. Hier ist der Overflow einfach. Wir merken, hier vorne fällt eine 0 an und wenn die hier vorne rauspurzelt, diese 0 bei der Addition, wenn also der Übertrag der höchsten Stelle 1 ist, dann wissen wir, wir haben einen Überlauf. Und diesen Überlauf, mit dem müssen wir umgehen. Den Fehler müssen wir abfangen. Bis vor wenigen Jahren war es üblich, dass der Computer dann wirklich abstürzt, in Anführungszeichen. Es gibt einen Interrupt, da kommt vielleicht auf dem Bildschirm noch eine kleine Meldung oder irgendwelche bunten Lämpchen blinken. Wir hatten jetzt hier gerade einen arithmetischen Überlauf. Start doch mal den Computer neu. Heutzutage fangen das entweder das Betriebssystem ab, die zeigen Ihnen dann arithmetischen Fehler in Ihrem Programm, oder Sie fangen es selber ab und müssen damit irgendwie umgehen.
sodass keine üblen Probleme auftreten. Dann können Sie dem Benutzer anzeigen, leider waren die Zahlen beim Rechnen zu groß, überlegen Sie sich die Eingabe nochmal besser oder kaufen Sie sich die Bezahlversion von der Software und schon geht's. Also solchen Überlauf, den muss man behandeln in seinem Programm. Am besten sorgt man dafür, dass er gar nicht passiert, aber wenn er passiert, muss man das abfangen, diese Exception abfangen. Ja, subtrahieren, ne? Wir benutzen hier einfache Rechenregeln, die wir auch in der Schule lernen. A minus B ist eigentlich A plus minus B. Und schon ist das Problem mit der Subtraktion geklärt. Wir können addieren, wir können komplementieren, das haben wir eben besprochen. Also brauchen wir kein Subtrahierwerk. Das Einzige, was wir brauchen, ist das Addierwerk und eine Methode, eine Zahl negativ zu machen. Wir brauchen also etwas, was jedes Bit negiert und dann müssen wir noch hinterher addieren. Addieren können wir schon, diese 1 addieren und schon nehmen wir das, was rauskommt und addieren das zu dieser anderen Zahl dazu. Und schon können wir subtrahieren. Also typische Informatiker-Vorgehensweise. Wir nehmen was, was wir schon können und massieren die Aufgabe so lange, bis das, was wir schon können, auch diese Aufgabe löst. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Im Sinne der Turing-Maschine, manchmal dauert es ganz furchtbar lang, wenn man auf diese Weise substituiert, aber immerhin geht es. Wenn man es irgendwie schneller haben möchte, kann man meinetwegen auch ein Subtrahierwerk bauen. Aber tatsächlich, wenn man ein Subtrahierwerk baut, ist das wahrscheinlich nur das Ganze hier, Komplement addieren, Ergebnis bewerten, in einer Instruktion drin, mit ein bisschen mehr Transistorfunktionen, die das erledigen. Ja, das Multiplizieren, ich habe hier nochmal das Bild aus der Vorlesung Grundlagen der Informatik genommen, meine alte elektromechanische Rechenmaschine, die mir mein Vater mal geschenkt hat, als ich zur Schule gegangen bin. Der hat da reparieren lassen und mir dann geschenkt. Das ist ein etwas lautes Teil zum Rechnen. Aber was da gemacht wird, ist genau das hier, diesen Algorithmus hier implementieren. Wir tippen hier den Multiplikanten ein und dann addieren wir, bis hier oben der Multiplikator entstanden ist und können hier das Ergebnis ablesen, so wie wir es auf dem Papier auch lernen mit diesem Verschieben immer um eine Stelle nach links. Ich habe das hier oben nochmal aufgeschrieben. Und weil das im Binär so bequem ist, kommt dann das hier raus. Das binäre Multiplizieren, das führen wir aufs Shiften zurück. Man beachte übrigens, wir wollen, wenn wir später mal einen Instruktionssatz bauen, um rechnen zu können, müssen wir addieren können, müssen wir negieren können, müssen wir 1 addieren können, na, das können wir schon, wir können ja addieren, und wir müssen shiften können. Und wir müssen einzelne Bits testen können. Ja, das steht ja hier drin. Falls letzte Stelle von B gleich 1 ist gleich Ergebnis plus A. Wir führen die Addition nur aus, falls die letzte Stelle eine 1 ist. Wir müssen also testen, addieren, shiften und zum Subtrahieren müssen wir noch ein Komplement bilden können. Und jetzt können wir schon addieren, subtrahieren und multiplizieren. Ich habe hier, da steht es nochmal, wie binär multipliziert wird. Ne? Und hier ist der Multiplikant, hier ist der Multiplikator. Wir schauen uns die letzte Stelle des Multiplikators an und es ist besonders bequem, anders als beim Dezimal auf dem Papier, wo wir noch da irgendwie komisch rumrechnen müssen. Und ich habe absichtlich nicht 711 geschrieben, weil man dann ja viel zu viel nachdenken müsste. Wollen wir Informatiker gar nicht. Wir addieren diese Zahl zum Ergebnis, das war am Anfang natürlich auf 0 setzen, falls da hinten eine 1 ist. Und dann wird das 1 nach links geschiftet und das hier 1 nach rechts geschiftet. Natürlich müssen wir vorne eine 0 nachziehen, beziehungsweise hinten eine 0 nachziehen.
das 0 nachziehen, sind wir ja schon irgendwie gewöhnt. Hier und hier die 2 Nullen. Sie kennen das. Jetzt steht hier hinten eine 0, da brauchen wir gar nicht zu addieren. Genauso wie wenn im dezimalen Fall da mal mittendrin im Multiplikator eine 0 steht, dann freut sich der Schüler. Hier freut sich das Multiplizierwerk. Ja, wir shiften wieder 1 nach rechts, wir shiften wieder 1 nach links. Hier hinten steht eine 1, also müssen wir addieren. Und naja, dann shiften wir hier das nochmal nach links, shiften das nochmal nach rechts. Und hier merken wir, dass da nur noch Nullen drin stehen. Der typische Prozessor liefert nach dem Shiften auch noch ein Resultat, ob das Ergebnis, was beim Shiften rausgekommen ist, eine 0 ist oder nicht. Auf die Weise können wir das hier einfach testen. Wir müssen also bisher addieren, shiften, komplementieren, Bits testen können. Und jetzt noch als letztes zum Thema dividieren. Also das hier ist übrigens natürlich auch wieder ein inhärent serieller Vorgang. Und so multiplizieren, Operation in einem modernen Prozessor, das ist auch nicht in einem Takt erledigt. Wir werden dann sehen, warum das manchmal so aussieht, als ob das nur einen Takt brauchen würde. Aber tatsächlich dauert das ein bisschen länger, das kann man auch pipelinisieren. Wir werden darüber sprechen, aber es ist fundamental was Serielles. Ja, dividieren, das haben wir auch auf der Schule gelernt, wie man es macht. Sie kennen ja diese Vorgehensweise. Wir schreiben 3442 hin und dividieren das durch 21. Dann schreiben wir uns hier die 21 hin. Wir wissen, die 21 geht einmal da rein. Dann bleiben hier 13 übrig, 134. Da kriegen wir das hier, ich muss vielleicht die 1 hinschreiben, die 6 hinschreiben. Das sind 126. Bleiben hier 6 übrig, 62 und so weiter. Jetzt geht dann noch die 42 rein und dann geht es hier hinten weiter. Also wir schauen, wie häufig das reingeht, ziehen das hier ab. Im Binärfall ist das wieder schön einfach. Ne? Wir nehmen einfach das hier, schreiben das hier drunter mit einer 0 noch dran, ziehen ab, klappt, dann kommt das hier raus, ziehen das ab, klappt, fertig. Und weil es hier einmal abgezogen worden ist und hier einmal abgezogen worden ist, kommt eben 1,1 raus. Warum das so ist, das hier ist natürlich Dezimal 12, das ist Dezimal 4, das ist Dezimal 3. Ich habe mir das Beispiel schon einfach genug ausgesucht. Aber dieses Subtrahieren, was ja in Wirklichkeit nur das Komplement addieren bedeutet, dann testen, ob die bei der Subtraktion einen Unterlauf gegeben hat, ob diese Zahl da reingegangen ist. Das machen Sie übrigens, wenn Sie es auf dem Papier machen, auf diese Weise machen Sie das auch. Ne? Sie gucken, ob die 21 reingeht. Ja, die geht noch rein. Dann machen wir mal 2 mal 21 sind 42. 42 geht da nicht rein. Ne? Wir rechnen so überschlagsmäßig mal schnell 34 minus 42, sehen, dass das negativ wird und geben auf. Wenn ich jetzt also hier irgendwas hätte, was da vielleicht 6 mal reingeht, dann würde ich mir denken, 5-mal geht rein, dann würde ich es mal mit 7 probieren, 7-mal geht nicht mehr rein, also ist es wohl 6. Und dann rechnen wir mal das hier aus. Und das hier sind 126, ne? Warum sagt es mir keiner? Ach. 126. Und dann geht das hier natürlich ein bisschen mehr rein. 63. Komma 0 und dann, so weiter. Nicht Komma 0, so. Aber da mache ich jetzt nicht weiter, sonst mache ich noch mehr Fehler. Also die Subtraktion, das Testen und das Shiften, damit können wir dividieren. Also ist auch diese Aufgabe erledigt. Ich meine, ich habe es jetzt hier nicht in voller Schönheit ausgeführt, aber ich glaube, es ist Ihnen auch zumindest plausibel genug geworden. Und
auf dem Papier machen wir es auch so, und diese Papierrechnerei für Multiplikation, für Addition, für Multiplikation und für Division ist ja auch unsere Motivation, warum wir das hier so gemacht haben und beim Dividieren hier so. Also, ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen zu zeigen, wie man ganze Zahlen mit ganzen Zahlen rechnet. Mit Floating-Point-Zahlen ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man die Übung mit der Mantisse durchführen, aber man muss vorher auch noch die Exponenten angleichen. Bevor man, also wenn man zum Beispiel addiert oder wenn man subtrahiert, muss man die Zahlen, die man da hat, nehmen, die Exponenten angleichen, dass die Exponenten dieselben sind. Dann kann man addieren, die Mantissen addieren, die Mantissen subtrahieren, und dann wird hinterher wieder normalisiert. Und beim Multiplizieren, da können wir entsprechend vorgehen, indem wir die Mantisse multiplizieren und die Exponenten addieren und so weiter. Ich möchte jetzt anfangen mit diesem Kapitel, nachdem wir über Rechnen gesprochen haben. Wir werden das nochmal aufgreifen beim Addierwerk und später beim Rest von der Hardware. Wir werden ja auch nochmal solche Instruktionen wie Multiplizieren und sowas in einem Rechenwerk postulieren. Wir werden über Funktionseinheiten dafür sprechen. Übrigens, ja, so der gemeine Tastaturprozessor oder der Prozessor hier drin oder der in Ihrer Waschmaschine zu Hause, der kann nicht Floating Point multiplizieren und solche Sachen. Die können häufig überhaupt nicht multiplizieren. Bei so einem Teil und so einem Teil kommt es darauf an, dass die Prozessoren, die da drin stecken, möglichst billig sind. Das soll Pfennigware sein. Zumindest wenn Sie 10.000 Stück auf einmal kaufen. Und deshalb steckt da kein Multiplizierwerk drin. Wenn die mal multiplizieren müssen, dann dauert das entsprechend länger, dann wird es per Hand gemacht. Also mit einem kleinen Programm. Das ist ein Trade-off, den der Hersteller da eingeht. Die Mobiltelefone, die müssen schon Floating Point multiplizieren und dividieren können. Die haben dann die entsprechenden Funktionseinheiten in dem Prozessor drin und die entsprechenden Instruktionen natürlich dafür. Da ist dann der Prozess auch ein bisschen teurer. Ja, ich möchte über Signalübertragung sprechen. Das Kapitel heißt Leiten. Ich habe es schon erwähnt. Ich habe auch letztes Mal das ein bisschen motiviert. Und beim Leiten, da möchte ich eben zuerst über Leitungseigenschaften sprechen. Es gibt jede Menge Leitungseigenschaften, nicht jede Menge, aber es gibt insgesamt recht viele. Wir werden uns hier in der Vorlesung, glaube ich, auf 7 Stück oder so ähnlich beschränken. Und die eine Leitungseigenschaft, die Sie sicher auch schon kennengelernt haben, ist Übersprechen. Ne? Wir haben in einem Kabel drin mehrere Leiter, in denen einzelne Kommunikationsvorgänge stattfinden. Und wenn es blöd kommt, wenn die Leitung entsprechend ist, dann hört man auch schon mal aus dem Nachbarkanal das Telefonat oder die Musik. Genauso wie Sie in einem Mehrfamilienhaus den Krach vom Nachbarn hören können, wenn der Fernseher so laut auftritt oder sowas. Also Übersprechen ist ein Problem, aber es gibt noch andere Leitungseigenschaften. Dann als nächstes möchte ich über Kupferkabel, über Lichtwellenleiter und über Funkkanäle sprechen. Das hier ist ein Querschnitt durch ein Lichtwellenleiterkabel. Wir werden dann noch einzeln drüber sprechen. Sie sehen, im Wesentlichen ist das Plastikzeug ein bisschen Aluminium und hier dieses gelbliche, das sind Kevlarfasern zur Zugentlastung, damit Sie das Kabel auch beim Verlegen nicht kaputt machen, denn die Glasfasern sind relativ empfindlich und das ist das Teil, was wirklich Impulse, Glasimpulse, Licht leitet, diese kleinen gelben hier. Das sind die Glasfasern da drin. Die sind relativ empfindlich, deshalb das ganze Zeug außen drumherum. Wobei das hier auch eine schöne Vergrößerung ist. Ne?
9,4 mm ist so ein Kabel zum Beispiel dick. Wir werden da dann zu diesem Zeitpunkt auch noch über solche Lichtwellenleiter ein wenig sprechen. Ja, nachdem wir uns diese einzelnen Kanäle angeguckt haben, das ist jetzt der Plan für, sagen wir, den nächsten Monat hier, wollen wir Symbole übertragen, also modulieren können. Und da werden wir über diesen bekannten und berühmten Algorithmus vom AJ Viterbi reden, der heutzutage zentral ist für die ganze Datenübertragerei. Sei es im Ethernet, sei es im Mobilfunk, selbst im Computer selber wird sowas heutzutage schon benutzt. Wir werden über die Mehrfachnutzung sprechen. Hier haben wir eine räumliche Mehrfachnutzung. Wir verlegen ein Kabel, der Bagger fährt einmal los. Aber hier drin sind 1, 2, 3, 4, 5 einzelne Leitungen. Und das ist so eine räumliche Mehrfachnutzung. Es gibt auch zeitliche Mehrfachnutzung, Frequenzmehrfachnutzung. Darüber müssen wir hier sprechen. Wir wollen mehrere einzelne Symbole, so wie wir sie hier modulieren, in Rahmen zusammenfassen und dann sind wir bei den lokalen Netzwerken und auch beim Mobilfunk, zumindest bei den unteren Schichten, den Signalübertragungsschichten vom Mobilfunk, und darüber müssen wir auch ein bisschen sprechen, denn ich glaube eigentlich schon, dass es interessant ist, wenn man weiß, wie das Telefon funktioniert, auch das Mobiltelefon funktioniert. Mein Motto dieser Vorlesung ist ja ohnehin, wir wollen nicht wissen, dass es geht, sondern wir wollen lernen, wie es geht. Oder auch mal ein bisschen am Blech. Ja, wir wollen über Leitungseigenschaften sprechen. Was muss man da diskutieren? Also wir, um unsere Symbole darzustellen und zu übertragen, müssen wir irgendwelche physikalischen Signale produzieren, die sich ausbreiten im Medium. Genauso wie ich hier in der Vorlesung Schallsignale produziere, die sich im Medium Luft ausbreiten und die dann bei Ihren Ohren ankommen. Bei Ihren Ohren wird es dann übrigens in elektrische Signale umgesetzt, die sich da in Ihrem Gehirn ausbreiten und weiterverarbeitet werden. Also es gibt Schallwellen, um Informationen zu tragen. Es gibt Licht, um Informationen zu tragen. Ich meine, wenn ich es einfach anmache, dann ist es eben hinterher hell. Aber, Sie haben das vielleicht alle schon, nein, nicht alle schon, aber viele von Ihnen haben dann in ihrer Jugend vielleicht mal ein bisschen mit experimentiert. Man kann ja auch so mit einer Taschenlampe ein bisschen morsen. Die meisten können nur SOS morsen oder sowas ähnliches. Samuel Morse hat vor 150 Jahre oder so ähnlich oder noch mehr eine Technik entwickelt, wie man mit Signal einschalten, Signal ausschalten Buchstaben übertragen kann, mit so Sequenzen von ein- und ausschalten. Das S zum Beispiel lange einschalten, ausschalten, lange einschalten, ausschalten, lange ausschalten, einschalten, dann wieder ausschalten. Das O kurz einschalten, kurz einschalten, kurz einschalten und so weiter. Das E ist kurz einschalten, glaube ich. Also da gibt es dieses Morse-Alphabet, und wenn man jetzt eine Taschenlampe hat oder irgendwie ein Feuer, was man vorne, von dem man vorne eine Klappe davor machen kann und die Klappe wieder wegnehmen kann, dann kann man damit mit Licht Signale übertragen. Auf Schiffen wird sowas heute noch benutzt, ne? Die haben dann da so eine Lampe, die vorne so eine Klappe davor hat, und da hat man unten so einen Pistolengriff, und wenn man da drauf drückt, dann gehen die Klappen auf, der andere sieht Licht, dann lässt man los, geht es wieder zu, und dann kann man da so Signale morsen, geht ganz gut. Und ein schöner Vorteil davon ist auch, dass die anderen das nicht so einfach mitbekommen können, wenn die nicht genau auf unsere Signallampe drauf gucken. Morsen kann man auch mit elektrischen Signalen in einem Kabel, und wenn man einen Western anguckt, da ist ja dann irgendwann meistens eine Szene, in der irgend so ein Telegramm übertragen wird, kurz bevor der Telegraph da vom Bösen ermordet wird oder sowas ähnliches, und dann hört man auch dieses Piep, 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 Piep,
da werden auch die Buchstaben mit so einer Intensitätsmodulation übertragen, mit Ein-Aus-Modulation. Und über solche Ein-Aus-Modulation werden wir auch noch natürlich sprechen müssen. Also elektrischen Strom, Spannung kann man auch dafür benutzen. Wir können auch Mikrowellen dafür benutzen. Mikrowellen, so machen es unsere Mobiltelefone. Und so machen es die lokalen Netzwerke. Lokale Netzwerke, Ethernets, die treiben das bei so, nicht Ethernets, sagen wir mal, Wireless LANs, betreiben das bei 2,4 GHz, benutzen also so Mikrowellen dafür. Unsere Funktelefone funktionieren mit 900 MHz, mit 800 MHz, mit knapp 2 GHz und so weiter. Es gibt auch Funknetzwerke mit 5 GHz. Über die Frequenzbereiche sprechen wir dann auch nochmal ein bisschen. Ja, also diese physikalischen Signale, die können wir mit Schallwellen transportieren, Vorlesung, mit Licht transportieren. Mit dem Licht macht es die Menschheit auch schon eine ganze Weile, mit elektromagnetischen Wellen, also elektrischen Strom zunächst mal, Heinrich Hertz und solche Leute, ne? Beziehungsweise mit Funkwellen seit Guglielmo Marconi. War auch schon über 100 Jahre her. Zu diesen physikalischen Signalen brauchen wir auch die passenden Kanäle. Der Kanal hier im Hörsaal, das ist die Luft. Der Kanal für elektromagnetische Signale, für Spannung, Strom, wie ich das da oben geschrieben habe, für so eine Welle. Das kann Draht sein, eine Telefonleitung oder sowas. Oder der Funkkanal, ne? Marconi. Ein Funkkanal ist meistens ein Teil des elektromagnetischen Spektrums. Licht ist eigentlich auch ein Teil vom elektromagnetischen Spektrum. Oder wir benutzen nicht Wellen im freien Raum, sondern wir benutzen die geführte Ausbreitung von Lichtwellen oder von Funkwellen in Lichtleitern. Wir werden auch bei der Ausbreitung von Funkwellen noch solche geführte Ausbreitung sehen. Selbst beim Schall gibt es so eine geführte Ausbreitung. Da werde ich auch noch drüber sprechen, ganz kurz. Also Kanäle. Und über diese Kanaleigenschaften müssen wir natürlich auch sprechen, denn wenn man den einfach so benutzt, dann gibt es ein paar unangenehme Effekte, Störungen. Also, eine Eigenschaft ist, darüber werden wir sprechen, der Wellenwiderstand des Kanales angesichts so einer elektromagnetischen Welle, so einer Schwingung hier. Reflexionen am Ende. Die Reflexion hier übrigens im Hörsaal, die kennen Sie auch. Der Schall, der geht hier an die Decke, da hinten an die Wand, hier an die Fenster und wird von da reflektiert. Deshalb hat es hier in dem Raum ein bisschen einen Hall. Wenn wir die Vorlesung da draußen am Parkplatz machen würden, dann wird sich meine Stimme für Sie anders anhören, eben ohne Hall. Also diese Reflexionen, die wir hier in dem Raum haben, die hat man auch für elektromagnetische Wellen in einem Kabel. Die hat man auch beim Mobilfunk. Die Mobilfunkwellen, die können vom Haus reflektiert werden. Das Haus kann übrigens auch dafür sorgen, dass die Wellen nicht durchgehen. Man kann im Funkschatten stehen. Dann gibt es Laufzeit. Laufzeit bei Schall. Das haben Sie vielleicht schon mal, ganz sicher haben Sie das schon gesehen. Die Frage ist auch, ob Sie darüber nachgedacht haben. Aber beim Gewitter merkt man es ganz häufig, ganz einfach. Ne? Man kann ja rauskriegen, wie weit entfernt der Blitz war, indem man die Zeit zwischen dem Lichteffekt und dem Donnern misst. Also wenn es blitzt beim nächsten Mal, zählen Sie die Sekunden. Und die Sekunden, die da rausgekommen sind, multiplizieren Sie mit 330 Meter pro Sekunde, dann wissen Sie, wie weit der Blitz weg war. Wie viele Kilometer. Oder wenn er näher war, wenn es gleich nach dem
nach der Lichterscheinung knallt, dann wissen Sie, dass der Blitz gar nicht so weit entfernt eingeschlagen hat. Also Laufzeit hat übrigens auch einen Effekt hier bei der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen. Die sind bloß ein bisschen schneller. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kupferkabel so 220.000 oder 230.000 Kilometer pro Sekunde. Das kommt uns wie wahnsinnig schnell vor. Aber wenn Sie sich überlegen, dass wir so einen Mars-Rover fernsteuern möchten von hier aus und der ist ein paar Millionen Kilometer entfernt oder noch mehr, ich glaube, die Laufzeit zum Mars und zurück ist so in der Größenordnung von 2, 3, 4 Minuten oder so ähnlich. Wenn Sie damit Funk fernsteuern wollen, dann müssen Sie schon ganz vorsichtig fahren. Weil ja hier, wenn Sie in dem Augenblick auf die Bremse drücken, ne, dann hält er 2 Minuten später da irgendwo auf dem Mars an. Kann sein, dass der dann schon längst in den Stein reingefahren ist, und es ist denen natürlich auch passiert. Also Laufzeit ist durchaus relevant, aber wir werden auch sehen dann bei dem entsprechenden Kapitel, dass Laufzeit auch für uns im täglichen Leben, Laufzeit von elektrischen Signalen relevant ist. Und beim Ethernet werden sich dann bei lokalen Netzwerken ganz, ja, da werden wir uns mit der Gestaltung der Übertragung darauf sogar einrichten, auf die Laufzeit. Und da gibt es dann wirklich echte Beschränkungen, das werden wir dann sehen. Wir werden über Wellengleichung und Phasengang sprechen, ein etwas schwierigeres Kapitel als zum Beispiel sowas wie Laufzeit. Wir werden über Dämpfung sprechen und dann komme ich auch nochmal auf diesen Begriff Bandbreite. Und den Einfluss der Bandbreite auf das Signal und auf die Modulationstechnik, die wir verwenden können. Aber anfangen möchte ich nochmal mit der Erkenntnis von Joseph Fourier. Und das ist, dass man jedes periodische Signal, so eine Welle, Schallwellen, elektromagnetische Wellen, darstellen kann als eine Summe von einfachen Funktionen. Also, der hat gesagt, dass wir mit dieser Summe von Sinus- und Cosinus-Funktionen, also eine Summe Sinus-Funktionen, eine Summe Cosinus-Funktionen und einem konstanten Glied, können wir solche komplizierteren Signale synthetisieren oder umgekehrt analysieren. Also wenn wir ein gegebenes Signal haben, eine gegebene Schwingung haben, dann können wir ermitteln diese Koeffizienten A0 und die AIs hier und die BIs berechnen, sodass so ein periodisches Signal analysiert werden kann. Und wenn wir diese Summen hier, na, die laufen bis unendlich. Wir brauchen eigentlich unendlich viele Koeffizienten, um das Signal exakt zu beschreiben, das periodische Signal. Aber wie auch bei den Floating-Point-Zahlen, häufig reicht es, wenn wir die Summe nur bis zu einem bestimmten Wert, 10, 20 oder sowas, laufen lassen und wir haben die Funktion in der Genauigkeit, die wir uns wünschen. Nur bis auf einen Restfehler analysiert. Also diese AI und BI, das sind die Fourier-Koeffizienten. Man kann also eine Funktion nehmen und die Fourier-Analyse durchführen, dann hat man die Koeffizienten. Und umgekehrt kann man sich Koeffizienten ausdenken und hat danach, wenn man das in diese Formel reinstopft, eine synthetische Schwingung. Auf die Weise kann man Musik machen, indem man mehrere Sinustöne zusammensetzt. Der Kammerton A ist eben 440 Hertz, ein Sinus mit einer Frequenz von 440. Und das hört sich noch ein bisschen synthetisch an, da packt man noch ein paar Oberschwingungen drauf, indem man 880 Hertz vielleicht mit einem Koeffizienten 1,5 oder so bis ähnliches dazu nimmt und noch ein paar mehr, die harmonischen Schwingungen dafür, und dann hört sich
schon ganz gut an. In den 70er Jahren haben die Leute angefangen, solche Elektronikorgeln zu basteln. Mittlerweile sind die ziemlich gut weiterentwickelt. Solche synthetischen Instrumente. Und viel Musik, die wir heutzutage hören, die ist von solchen synthetischen Instrumenten erzeugt worden. Also der Joseph Fourier hat 1822 sich einerseits überlegt, wie man die Analyse macht, und andererseits dieses Zusammensetzen von mehreren Sini und Cosini, das ist die Fourier-Synthese. A0 ist übrigens der sogenannte Gleichstromanteil. Wenn wir jetzt so ein Signal hier analysieren, Sie sehen so einen Sinus, da steckt nur eine einzige Frequenz drin. Da sind all diese Koeffizienten 0 bis auf einen Wert von dem n. Und sagen wir mal, wenn das dritte n 1 ist und die anderen alle 0 sind, dann haben wir eben 3 Hertz. Und Sinus mit 3 Hertz. Wenn wir F0, also die Grundfrequenz da drin haben, und dann noch 3 F0 und 5 F0 jeweils mit einem kleineren Koeffizienten und 7 F0 und so weiter, dann kriegen wir gerade ein Rechteck raus, wenn man das unendlich weit laufen lässt. Beziehungsweise, naja, wenn wir es bei 30, 40 abbrechen oder so ähnlich, sieht auf dem Oszilloskop das, was rauskommt, immer noch schön rechteckig aus, wenn wir uns so etwas basteln. Eine allgemeine Funktion, die wir in sowas reinstecken, eine allgemeine Welle, die zum Beispiel so aussehen kann, da kriegen wir dann, naja, ganz viele Frequenzkomponenten da rein. Also nicht nur die Vielfachen von der Basisfrequenz, sondern noch eine ganze Menge mehr. Das ist ja so ein Signal mit vielen Frequenzkomponenten. Es gibt übrigens auch entsprechende Messgeräte zu kaufen, sind eigentlich Computer. Sie stecken ein Signal rein und sie kriegen so das Spektrum davon, von dem Signal heraus. Frequenzanalysator nennt sich das. Und da kann man sehen, ob die Schwingung, die man da hat, das Signal, was man da produziert, welche Frequenzkomponenten das hat. Da werden sicher die gewünschten Frequenzkomponenten dabei sein, da werden aber eventuell auch unerwünschte Frequenzkomponenten dabei sein, die man dann irgendwie rauskriegen muss. Ich habe mal eine Hardware gebaut, eine ISDN-Karte vor vielen Jahren, und sowas muss man ja auch zulassen, ne, bei den Regulierungsbehörden, und dazu muss man herauskriegen, ob das irgendwelche Störstrahlung produziert. Und meine erste Version hat wenig Störstrahlung produziert, dann habe ich eine zweite Version von der Hardware gebaut, die billig herzustellen war, statt Herstellungskosten irgendwie statt $130 waren es nur noch $50, indem ich konsequent gespart habe bei den Komponenten, bei den Bauteilen und eine andere Platine gemacht habe und so weiter. Und dann hat das Ding aber ziemlich blöd abgestrahlt auf allen möglichen zusätzlichen Frequenzen, auf denen ich hätte sein dürfen. Und wir sind dann zu so einer Prüfstelle gefahren und er hat dann so eine Fourier-Analyse des Signales gemacht mit seinem $200.000 Messgerät. Und da habe ich gesehen, dass man also noch was machen muss und so ein paar Kondensatoren auf der Platine verteilt und da und dort noch einen kleinen Trick gemacht, Leitungen ein bisschen enger aneinander langgeführt, Ground und Signal nebeneinander langgeführt auf der Platine, und dann haben wir die Störstrahlung entsprechend reduzieren können. Und bei der nächsten Fourier-Analyse von der Störstrahlung, die wir gemacht haben, haben wir gesehen, dass die Spitzen klein genug sind, die wir in den Bändern produzieren, in denen wir eigentlich nichts produzieren sollten. Also, so eine Fourier-Analyse vom Signal sagt uns, welche Frequenzkomponenten drinstecken und welche nicht drinstecken. Da sehen Sie übrigens schon, das ist eine Möglichkeit zu kodieren, unser Symbol zu übertragen. Wir stecken das Symbol in diese AIs und BIs rein. Wir können ja in diese AIs und BIs
raffiniert Zahlen reinstecken. Und dann produzieren wir eine Schwingung, die genau für diese AIs und BIs, ja, die typisch ist für diese AIs und BIs. Jetzt muss die andere Seite noch die Fourier-Analyse machen und dann kriegen Sie die AIs und BIs wieder raus. Und das ist ein Ansatz, wie man modulieren könnte. Darauf werden wir dann auch nochmal zurückkommen beim Modellieren. Also, Fourier-Analyse, Fourier-Synthese brauchen wir bei der Signalübertragung und auch im Kapitel Multimedia in der Informatik immer mal wieder. So eine Übertragungsleitung, die kann man auch als Filter betrachten, als eine Einrichtung, die unterschiedliche Frequenzen selektiv dämpft und andere durchlässt oder wenig dämpft. Ja, wir stecken also hier Frequenzen in unser Signal, das wir übertragen wollen, rein. Das ist so ein Mischsignal aus verschiedenen Grundfrequenzen. Und unser Kanal, der dämpft manche Frequenzen stärker und manche weniger stark. Das heißt also, wenn ich hier bei der Frequenz 1 MHz einen großen Koeffizienten habe, dann kann es sein, dass der Kanal den Koeffizienten deutlich reduziert, weil er eben gerade so ist, der Kanal. Und da muss man entweder vorher verstärken oder sich eine andere Frequenz aussuchen, indem man so einen Koeffizienten übertragen will. Also, eine Übertragungsleitung, die dämpft unterschiedliche Frequenzen auf verschiedene Art. Da gibt es ja hier so generell Filter, da gibt es den Hochpass, der lässt nur die hohen Frequenzen durch, da gibt es den Tiefpass, der lässt nur die tiefen Frequenzen durch und dämpft die hohen Frequenzen stark. Oder es gibt sowas wie einen Bandpass, der nimmt tiefere Frequenzen weg und höhere Frequenzen weg und lässt nur ein schmales Band durch. Die klassische Telefonleitung sorgt übrigens dafür, dass nur Frequenzen zwischen 300 und 3400 Hertz wenig gedämpft durchgelassen werden. Die anderen werden stark gedämpft. Also insbesondere alles ab 4000 Hertz. Das reicht für die menschliche Sprache prima. Die bewegt sich sowieso nur so von 400, 500 Hertz bis 3000 Hertz oder ein bisschen mehr. So eine Übertragungsleitung hat auch eine Verzögerungswirkung und interessanterweise, wir werden darüber sprechen, sogar eine unterschiedliche Verzögerungswirkung in unterschiedlichen Frequenzen. Es kann also sein, dass Sie in eine Leitung mehrere Frequenzen gleichzeitig reinstecken und am anderen Ende kommen die hohen Frequenzen etwas später raus als die niedrigen Frequenzen. Also die Laufzeit kann sich unterscheiden, die Signallaufzeit kann sich unterscheiden, je nach Frequenz. Und dann sehen Sie, wenn wir das hier reinstecken, dass die ANs für große Ns später ankommen als für kleine Ns. Und dass das nervend sein kann, das sehen wir hier mal ein Signal, eine Funktion erzeugt in so einem Graphprogramm. Sinus x plus 1/3, Sinus 3x plus 1/5, Sinus 5x. Das sieht dann so aus. Wenn wir jetzt mal einen Teil davon verschieben, also die niedrige Frequenz um Pi Viertel verschieben, die niedrige Frequenz, die beiden hier nicht um Pi Viertel verschieben, dann sieht die Schwingung, wie sie ankommt, nehmen wir mal an, die Übertragungsleitung verschiebt gerade um Pi Viertel, ich muss wieder auf die andere Seite zurückgehen, sonst bin ich nicht mehr im Bild, glaube ich. Dann sieht der Empfänger, wenn die Leitung jetzt die niedrigen Frequenzen um Pi Viertel verschiebt, dann sieht der diese Schwingung rauskommen und die sieht natürlich schon deutlich anders aus als das da. Und jetzt muss man das mal erkennen. Eigentlich kann man es nicht richtig erkennen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man kann sich überlegen,
in der Ausmessphase, welche Frequenz wird wie stark verzögert. Da misst man die Leitung am Anfang, wenn man sie aufbaut, einmal durch, indem man verschiedene Frequenzen hintereinander schickt und die relative Verzögerung misst. Und dann muss der Empfänger entsprechend justieren, bevor er verarbeitet. Also wieder aktiv, wenn die Leitung die niedrigen Frequenzen mit weniger Verzögerung durchlässt als die höheren Frequenzen, dann muss er künstlich die niedrigen Frequenzen selber nach hinten verschieben, in der Zeit verzögern, bevor er dann wieder das hier vernünftig analysieren kann. Ja, also das habe ich hier versucht hinzuschreiben. Lineare Schaltkreise verändern Frequenzen nicht. Die können die relative Amplitude zueinander verändern und die können auch die Phase verschieben, und eben Phase verschieben sehen wir hier, indem wir hier dieses Pi Viertel hinzufügen bei unserer einfachen Schwingung. Wenn ich die Effekte der Übertragung in so einer Leitung habe ich hier nochmal zusammengefasst, bevor wir es uns einzeln anschauen. Da haben wir also mal hier oben die Bitsequenz und ich habe das Signal ganz primitiv moduliert. Wir übertragen für eine 0 eine negative Spannung, wenn eine 1 kommt, übertragen wir eine positive Spannung. Das habe ich mir aufgezeichnet. Es gibt raffiniertere Arten zu modulieren. Und dann, ja, Dämpfung, wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Dämpfung über das ganze Frequenzband gleich funktioniert, dann macht die einfach die Amplituden hier kleiner. Weil es eine Bandbreitenbeschränkung gibt, kommen die ganz hohen Frequenzen nicht durch. Das bedeutet, dass das Signal wellig wird. Wenn Sie hier ein perfektes Rechteck raus haben wollen, müssten Sie noch ein Siebtel Sinus 7x und ein Neuntel Sinus 9x und ein Elftel Sinus 11x hinschreiben. Wenn Sie hier 20, 30 Summenglieder hinschreiben, dann wird das ein schönes Rechteck. Aber wenn wir jetzt alles über Sinus, einen Fünftel Sinus 5x abschneiden, weil die Leitung nicht mehr durchlässt, eine Bandbreitenbeschränkung, die hohen Frequenzen kommen nicht durch, werden abgeschnitten, dann sieht das Signal eben so aus, und das habe ich versucht hier mit diesem Gezacke zu zeichnen. Eigentlich müssten die Sachen natürlich hier schön wellig sein, aber ja, schwer zu zeichnen. Dann gibt es Verzögerungen. Ich habe jetzt hier mal die Verzögerung nur angesetzt, global für alle Frequenzen gleich, weil ich es noch einfacher gemacht habe. Dann gibt es noch ein bisschen Rauschen. Und all das zusammen, Dämpfung, Bandbreitenbeschränkung, Verzögerung, Rauschen, beim Empfänger kommt das hier an. Und der muss jetzt damit klarkommen. Wenn der Empfänger jetzt so vorgeht, dass er guckt, wie viel Signalanteil ist denn hier positiv und wie viel negativ, so wie der es hier gemacht hatte, dann sieht er hier vorne eine 0, da sieht er eine 1, weil es meistens positiv ist. Und hier, ja, hier sieht er dieses da und denkt sich, naja, ist ja im Wesentlichen positiv, dann nehmen wir auch eine 1 an. Wegen diesem Rauschburst hier, hier wieder eine 0 und so weiter. Und Sie sehen, das, was wir übertragen haben, ist anders als das, was wir empfangen haben. Wir haben Bitfehler. Wir müssen jetzt einzeln über diese Effekte sprechen. Und danach müssen wir uns überlegen, wie man mit so einer Kodierung, also mit so einem Problem umgehen kann. Gerade mit dem Rauschen. Was wir hier sehen, ist ja, dass eigentlich nach der Dämpfung und diesen da und dem hier zusammen, dass der Signalabstand vom Rauschabstand zu gering ist. Dass der Signalrauschabstand zu gering ist. Der Signalabstand vom Rauschen zu gering ist. Als erstes möchte ich, mal kurz auf die Uhr gucken, etwas über Wellenwiderstand und Reflexionen noch sagen. Wir alle lernen auf der Schule das Ohmsche Gesetz, kann man auch nachmessen. Da nehmen wir eine kleine Batterie, da nehmen wir einen Widerstand und dann messen wir mit dem Messgerät. Spannung, Stromstärke. Und da gibt es dieses Ohmsche Gesetz, UI, ne? R ist U durch I. Wir haben nicht ohne Grund
eine kleine Batterie da oder eine Gleichspannung, mit der wir das betreiben. Denn dieses Ohmsche Gesetz, der Widerstand, der ist nur so, wie er ist, wenn sich das U und das I langsam ändern. Wenn wir aber da eine Frequenz von ein paar Kilohertz anlegen oder so ähnlich, würden wir was anderes beobachten. Das nennt man Impedanz Z. Und diese Impedanz, die ist frequenzspezifisch. Bei Gleichspannung, die anliegt, bei konstanter Spannung, wenn ich dann sozusagen Spannung an so einem Labormessgerät jede Sekunde einmal ändere, dann sehen wir den Widerstand einfach so von dieser Leitung. Impedanz sehen wir, wenn wir eine höhere Frequenz, Kilohertz, ein paar Kilohertz oder sowas anlegen, ein paar Megahertz anlegen. Das ist was Frequenzspezifisches, die Eigenschaft von so einem Übertragungsmedium, zum Beispiel von einem Stück Kabel. Eine unendlich lange Leitung, wenn wir also zwei Drähte nehmen, schicken unsere Frequenz da drauf, die Drähte, naja, ein paar Kilometer lang oder konzeptuell eigentlich unendlich lang, dann ist eine Leitungseigenschaft eben diese Impedanz, dieser Wellenwiderstand Z von der Leitung. Ja, sie. In dem richtigen Leben haben wir aber keine unendlich langen Leitungen. Im richtigen Leben haben wir eine Leitung, die ist irgendwann abgeschnitten, da ist nämlich der Empfänger, der sich das Signal anguckt. Nach einem Meter, nach 10 Meter, nach 100 Meter. Man kann sich übrigens, im Physikunterricht, in der Physikvorlesung macht man das wohl auch, mit so einem Bindfaden, einem langen Bindfaden machen, den legt man hier so aus und dann gibt man hier so einen kleinen Impuls und dann sieht man, wie die Welle da immer kleiner wird, bis sie weg ist in dem Faden. Wenn man jetzt den Bindfaden hier an der Wand festmacht und gibt hier so einen kurzen Impuls drauf, dann sehen Sie, wie die sich hier fortpflanzt, natürlich auch gedämpft wird, weniger wird und wie es dann hier an dieser Stelle, dieser kurze Impuls, reflektiert wird und wieder zurückkommt. Genauso wie der Schall hier in dem Raum. Wenn es unendlich lang ist, gibt es keine Reflexion. Da an der Grenze zwischen Luft und Mauer oder zwischen Luft und Wasser und sowas, da gibt es Reflexion, weil sich der Wellenwiderstand ändert. Wenn man Koaxialkabel aneinander stückelt mit unterschiedlichen Geometrien, die haben unterschiedlichen Wellenwiderstand, dann gibt es an der Stelle, wo man die zusammenbaut, eine Reflexion. Wie behilft man sich? Und das ist jetzt was man bei einem klassischen Ethernet-Kabel macht, was man übrigens bei jeder Übertragungsleitung auch am Computer macht, da weiß man es bloß nicht mehr, das ist automatisch eingebaut. Das ist, wir müssen so einen Ersatzwiderstand da hinten dran bauen. Wir schneiden die Leitung ab und wir bauen hier einen Ersatzwiderstand ans Ende, zum Beispiel 50 Ohm oder 100 Ohm. Wer mal ISDN bei sich zu Hause verlegt hat, der weiß, dass man am Ende vom S0-Bus einen 100 Ohm Abschlusswiderstand einbauen muss. Ich habe es auch mal gemerkt, als ich das zu Hause verlegt habe. Das hat ein bisschen funktioniert, aber nicht anständig. Dann noch den 100 Ohm Abschlusswiderstand dran gebaut. Ich wusste, dass es den braucht. Ich wollte nur mal sehen, was passiert ohne. Und schon ging es. Oder bei Ethernet und Koaxialkabel braucht man so einen Abschlusswiderstand von 50 Ohm. Dieses Koaxkabel, das schwarze, hat das eben. Wir sprechen noch kurz drüber, dann später mal. Wenn der Abschlusswiderstand nicht richtig ist, also unendlich groß ist, weil man gar keinen Abschlusswiderstand hat, dann gibt es Reflexionen und das stört die Datenübertragung. Sogar so, dass es wirklich nicht funktioniert. So ein Abschlusswiderstand, der absorbiert die Energie am Ende, sodass es gerade keine Reflexionen gibt, wenn er gerade richtig ist, wenn das der Wellenwiderstand von diesem Medium ist. Ne, ich habe hier nochmal hingeschrieben, bei dem Thinnet, Ethernet sind es 50 Ohm, bei einem ISDN-Leitung sind es 100 Ohm. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit heute. Beim nächsten Mal wollen wir etwas über Laufzeiten sprechen und weitere Leitungseigenschaften. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.